Yes, Miss O'Shea. Call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. Well, I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently, as it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. This way. Bunch of smart Alex. Da bin ich mal gespannt, ey. Anke redet gerne viel. Wow, you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is you scoped here, exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. Okay, hold up here. We should cover our faces. Now, they'll be passing through the crossroads up ahead. When... Kurz mal wieder einen Hut aufsetzen, oder, Freunde? So viel Zeit muss sein. Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Was nehmen wir dann heute mal? Springfield. Wollen nicht halten, glaube ich, oder? You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out round the back? Arthur, help me out here. Ob das so eine gute Idee ist, ne? Aber was soll's? Okay, we're looking good. Must be nearly 1,000 here. Nice, Freunde. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Okay, Vollgas. Wir sind ja ganz gut im Rennen gewesen, ja? Ah, da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Verdammt, die schießen, die Penner. Verdammt, wow. Let's go, let's go. Sollte vielleicht mal ballern, oder? Noch sind wir weit genug entfernt, aber ob das gut geht. Okay, Rossi, jetzt Vollgas noch. Na, ihr kriegt Rossi auf jeden Fall einen Kick, sorry. Guck wieder am Laufen hier. Oh Gott, in die Wälder seid ihr verrückt. Whoa. Whoa! Let's hide in here. Quick! Go on. Get out of here. Get out of here. Go on. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we, get some rest. Yeah. Na, es lief ja Bombe bisher. All right. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Now shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn! All right, now let's just... Keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Low. Go check out the barn. Sir. Okay, das gibt Ärger, verdammt. Wir werden gesucht, Mann. Place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. Looks like we're shooting our way out of here, fellas. Okay, Leute. Der Tanz geht weiter. Charles, we got more of the bastards on this side. Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's going up to security. Damn it. Vor allem Nebel, wie krass das ist. Man sieht kaum den Gegner. Maske sollten wir auch aufziehen, das wäre eine gute Idee eigentlich. Verdammt. So. Wir müssen gucken, dass da niemand entkommt am besten. Dass er ausgehalten hat. Shit. Kurz nachladen. Moment, eine andere Deckung suchen gerade. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Patsch. Da kommen noch viel mehr. Das Gemetzel in der Scheune. Gemetzel zum Morgengrauen. Okay, zwei Seiten sind noch welche. Ja, die sind ja schon sehr weit drin. Okay, pass auf. Oh shit, es brennt, es brennt, es brennt. Was können wir machen? Wir werden uns jetzt da rausjagen. Okay, wir müssen uns eine Seite freikämpfen lassen. Wie viele sind denn da, bitteschön? Nein, Mann, ich lade hier nach. Und ich bleib stehen. Nur für dich. Patsch. So. Komm hier raus. Kann ich aussteigen, oder was? Okay, dann müssen wir die anderen jetzt platt machen. Okay, verstehe. Wir können auch eine andere Position wechseln, aber egal. Oh, Scheiße. Ja, sowas habe ich mir gedacht dabei. Geile Mission. Gejagt. Danke dir, Garrett, mein Lieber. Vielen Dank für deine Witz. Bei dieser Jagd. Okay, scheiße, Mann. Das hat ja viel gebracht, diese Flucht. Wow. Wir holen unsere Jungs da raus. Verdammte Scheiße, ey. Da kommen sie angeritten, ne? Großer Fehler. We all still alive? Yeah, just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an honest mistake. Hey, leave it, go on, get out of here. Every man split up, go on, run quick. Good luck, Johnson. Stay quiet and move. Boah. Okay, wir sind nochmal entkommen. Ah, da wollen wir uns natürlich nochmal bedienen hier, oder? Ah, geile Mission auf der Flucht hier. Der Scheune mit dem Feuer und all sowas. War schon cool gemacht, cool inszeniert. Hat mir richtig Laune gemacht. Ne? Ein goldener Ehering. Hey, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wie gesagt. Wir brauchen ihn ja nicht mehr. So, komm, ein paar nehmen wir von denen mit. Jetzt fing es auch noch an zu regnen. Beim Regen lässt sich gut plündern. Mord? Zeuge? Rossi? Wir müssen hier schnell was machen. Okay, er hat so gewollt. Werden die aber nicht beide kriegen. haben wir denn noch? Unser Banditentum haben wir noch an. Okay, zum Glück. Insofern können die ja sagen, was wir wollen. Und wir können mal gucken, ob wir den noch kriegen. Hm. Lassen. Oh, der ist gleich in der Ortschaft. Ich muss jetzt aufpassen, wir werden natürlich noch volle Hölle gesucht. Ich probiere den trotzdem mal zu kriegen. Er hat ein verdammt schnelles Pferd. Mensch, Bossi wird überansprucht hier. Hat der Glück gehabt? Hat der ein Glück? Okay, jetzt lass es lieber sein, oder? Ja, der Ortschaft. Der Ortschaft lass ich es doch lieber sein, oder? Ich kann ja nochmal mit dem reden. Komm schon, Alter. Ja. Ich reite lieber weg. Ich reite lieber weg. So. Ich meine, wir haben zum Glück eh die Maske angehabt. Und jetzt will ich auch kein Risiko eingehen und mit der in die Stadt reiten. Deswegen packen wir die Waffe weg und jetzt packen wir mal die Maske wieder aus. Hier, weg damit. Heilige Scheiße. Ja, Hallöchen an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Wie der Kebabspatz hier live. Freut mich, dass ihr da am Start seid. Was haben wir denn jetzt hier noch? Denken wir mal kurz hier ab. Mann, 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 was für ein Lauf. So. Und Ossi, das hast du dir wirklich verdient. Das ist sogar noch ein, du. Noch ein? Ja. Feier des Tages. Oh, da ist jemand betrunken, würde ich sagen. Der sieht ja so aus wie wir letztens im Saloon. What you want? You okay? Do I look okay? No. You look awful. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be a gentleman. Jeremiah Compson. Compson's Stead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here. Living in the shit and in the mud. I'm sorry. My old house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson's Stead, north of Scarlet Meadows. Bank says I can't go near it. I'm living rough over by Aris Fields. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. Ja, hat scheinbar ein tolles Leben jetzt, ne? Sieht gut aus. Hä? Wo ist er hin? Ah, da. Weil hat die Glocken läuten hier. Oh, guck mal. Somebody's had a few. He understands. You look like you're having fun. Just take it easy, though. Sehr gut. Das hat doch wunderbar funktioniert. Und theoretisch, wenn wir jetzt einen Blick auf die Karte werfen. In diesem ganzen Bereich, oder was? Na gut, dann wollen wir mal suchen. Ossi. Okay, girl. Wir folgen dem einfach mal. gerade einen Blick auf die ganze Karte werfen. Da hier, das hier wäre Jeremiah, okay. Das wäre dieses Häuschen und hier sind Waffen verboten nur, das ist also alles gut, aber das wäre schon um die Ecke eigentlich, das könnten wir mal eben mitmachen, ne? Lenny! Mit dem waren wir im Saloon, da haben wir gute Sachen erlebt, kann man wirklich so sagen. War super, eine der besten Missionen ever. Die Saloon-Mission. Oh, und dann war Schweine gestört. Entschuldigung. Ja, also die Missionen sind allesamt, also egal ob Nebenmission oder... Oh, das habe ich, das... Er hat den Felsen dahin gebaut. Ey, sorry, ey. Ey, das ist echt wieder so... Das war doch keiner aus dem Nichts. Ich hab sogar mal aufgepasst. Ne? Und dann zack. Er lernt's einfach nicht, der Sarazar. Ja, so ist es. Oh Mann. Aber Rossi hat direkt einen Snack bekommen. Geht's dir direkt schon viel besser. Die Geigenmusik eingesetzt hat, passend diesem Absturz. Heilige Scheiße. War das wieder lustig. Aber das sieht so lustig aus einfach. Sieht echt so gut aus. Ja. Ja, da lacht ihr, ne? Wasabi, Torunitz, Danila und der gute Ravager. Der Sarazar lernt's nie. Und noch viele weitere natürlich hier heute dabei. Dankeschön dafür. So. Felsen vs. Sarazar, ja, so ist es. Okay, hier sollen wir jetzt einbrechen. Machen wir am besten nicht durch die Vordertür, aber guck mal, das ist ein Zettel, oder? By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th, 1895. Okay. Tja, das ist ja... Gucken wir doch mal gerade, ob wir da... Vielleicht von der Seite irgendwie reinkommen. Das sind wir doch für gute Menschen, oder? Dass wir dem jetzt hier den Kram rausholen, ne? Das sieht aber alles ziemlich beschlagnahmt aus hier. Ja, vielleicht ist das Hintertürchen offen. Ja. Ja, doch, das sieht gut aus. Okay. Dann schauen wir erstmal hier. Hm, Dosengemüse. Aber warum denn nicht? Kentucky Bourbon, leere Flasche. Leider leer. Da weiß man, was ihn in Ruin getrieben hat, wenn man die Flaschen hier sieht. Heilige Scheiße, die Bude sieht aber echt schlimm aus. Also selbst für die Zeiten. Ja, voll zerlegt worden alles, ne? Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. Yes. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Oh Mann, schlimmes Leben. Haben wir ein bisschen Erfahrung gebracht. Aber alle haben hier ein hartes Leben. Where's all this old crap? Echt nichts Brauchbares. Verdammt. Hm. Auch kein weiterer Brief oder so. Und ihr sagt ja in meinem Kamin nachschauen. Ah, das ist die Taschenuhr. Gut. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Noch ein Brief. April 2nd, 1870. Dear Mr. Compson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us, and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Mhm. Job verloren, Frau gestorben. Bei dem lief es richtig rund hier im Leben. Ich gar nichts Besonderes mehr hier am Start. Und noch ein Brief. Wahrscheinlich nur eine Hiobsbotschaft. Pa, God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Rance. Hm. Das ist irgendwie eine komische Nachricht. Oh, das Foto haben sie da stehen lassen. Wenn sie wenigstens den Rahmen verkaufen können, ne? Trapdoor, huh? Danny Flo, dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Okay, da sah die Bude noch besser aus. Aber guck mal. What you doing here? We found this place first. Yeah, easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. Ah! Son of a bitch! Oh, God damn it! Come on, man! Where are you going? Come on! God damn it! Okay. Aua, du Arschloch. Ganz schön flink mit dem Messer, der Gute. Oh, das war dumm. Jetzt wird Geschnetzeltes gemacht. So. Und für den anderen nehme ich wieder doch lieber eine Knarre, hä? Guck mal. Boah. Verdammte Scheiße. Oh, schöner Sprung hat er angesetzt. Ich will jetzt mal meinen Hut wieder haben hier. Nee. Gucken wir natürlich gleich auch noch rein, die Falltür. Aber ich will meinen Hut. Hut. Manchmal will es nicht so. Dann, wenn man zu viele Sachen nebeneinander hat. Ja, von hier können wir ihn nehmen. So, und die Pistole brauchen wir noch hier. Bin ich die fremde Person jetzt zum Beispiel wieder, sondern die Pistole, diese antike schöne. Aha. Na gut, packen wir ein. That'll be the pistol. Just the ledger now. Und Dankeschön an Matta. 5 Euro für Rossis Kaskoversicherung. Ganz vielen Dank. Alter. Wenn ich jetzt so Ketten sehe, ne? Seit der Folge mit dem Mann im Keller, ne? Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. God. Wurde ausgepeitscht. Das ist das Kontrollbuch. Noch mehr. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Okay. Verdammte Scheiße. Ja, die Sklaven wahrscheinlich festgehalten. Ist hier noch irgendwas? Oh, Backe, Leute. Das ist echt nicht gut hier. Irgendwie noch. Ja, auch da nichts Interessantes mehr. Okay, wir gehen weiter. Wir werden die damit konfrontieren, mit den Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben. Hier noch irgendwas Interessantes? Noch ein Brief. In der Melone. Damit meine ich den Hut. Dear Mr. Compson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the... Okay, er wurde dabei rausgeworfen und dann wahrscheinlich Sklaven checken. Bau verloren, bla bla bla. So wird die Story wohl kompaktiert, zusammen erzählt, gesehen. Alter. Kommt leider nicht durch die Haupttür nochmal rein, komm. Läuft das eigentlich, wenn ich so richtig Schwung nehme? Nee, läuft auch nicht. Nicht mal die alte Tür kann er einrahmen. Nach oben kommen wir nicht. Schade, wäre zu schön gewesen. Okay, dann gehen wir dahin, wo wir gekommen sind. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber keiner schimpft. Insofern sieht das ganz gut aus. Boah, Bruder, der hat doch viel getrunken, du. Hier sind überall Flaschen. Okay, wir haben seine Sachen. Okay, my girl. Und jetzt geht's zurück. Yep. Wir sprengen die Tür auf. Auch eine gute Idee eigentlich. Wir haben jetzt Dynamit. Aber jetzt wollen wir erstmal zurückreisen und mit den Sachen, die wir da gefunden haben, eine kleine Konfrontation wagen, weil das geht ja gar nicht, ne? Oh, da ist er ja schon. Ganz ruhig aussieht. Oh man, you show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Ah, God. Damn you! Damn you! I still exist. Oh. God. Was für ein kranker Typ.